Dürfen wir jetzt alles nochmal machen? Streng dich mal mehr an, Kupfer. Ja. So. Ein Teammitglied hat seinen Wohnsitz in eine Albion-Zelle verlagert. Sind die Mieten in London wirklich so heftig? Wurde auch Zeit, ja? Beeilen wir uns. Oh no, wir müssen das nochmal machen? Cool Story, Bro. Wir machen das einfach alles nochmal. Okay, die haben aufgehört zu suchen. Kommt der Kack jetzt nochmal? Dieser Hebel sieht ein bisschen verdächtig aus, oder? Ich hasse es. Aber nicht für mich. Haha, hat dir das gefallen mit der Drohne? Ziemlich gut, was? Bagley, du bist der Hammer. Danke. Hey, wenn wir eins über Malik wissen, dann, dass er sich für cleverer hält, als er ist. Das heißt, sobald ich anfange, werden mich Drohnen oder so jagen. Also halt mir den Rücken frei, okay? No. Ha, Drohnen-Docs. Ich wusste es. Komm schon, Malik. Streng dich mal ein bisschen an. Groß angeben und dann hast du nur Sicherheitsdrohnen? Lächerlich! Oh, ich bin Malik und ich glaube, ich kann Sirs Dossiers schneller analysieren als Bagley. Aber unter hoher Sicherheitsstufe verstehe ich automatische Proxywechsel. Also bitte. Okay, bist du bereit? Nein. Okay, bin dran. Wunderbar. Wirklich, Malik? Glaubst du wirklich, ich lasse mich veräppeln von diesem Ding? Was auch immer es ist, finde ich sicher bald heraus. Ich treff nicht mal. Versteck hacken, wenn du nicht die Drohnen von mir fernhältst. Versuchen wir es nochmal. Ich treffe die halt nicht mal. Ich bin hier festgenagelt. Ich kann mich nicht ins Versteck hacken, wenn du nicht die Drohnen von mir fernhältst. Bagley, willst du vielleicht mal hier rüber, bitte? Danke. Das ist Volltreffer. Ist wieder so eine große da, ey. Mal vom Leib zu halten. Leer! Muss nachladen!
Ich habe auch gleich keine Muni mehr. Ich kann mich nicht ins Versteck hacken, wenn du nicht die Drohnen von mir fernhältst. Versuchen wir es nochmal. Ich treffe dich! Oh, hier liegen wieder. Ich bin wieder da. Versuch sie mir diesmal vom Leib zu halten. Warum sind jetzt zwei große da? Wollen die mich eigentlich rollen? Ich bin wieder da. Versuch sie mir diesmal vom Leib zu halten. Okay, wenn ich hier das mache und dieses Skript da reinmache und voila. Nein, nein, das hat nicht funktioniert. Scheiße. Ich bin wieder da. Versuch sie mir diesmal vom Leib zu halten. Ich habe keine Ahnung, wie man das hier machen soll. Wirklich. No joke. Ich kann mich nicht ins Versteck hacken, wenn du nicht die Drohnen von mir fernhältst. Versuchen wir es nochmal. Ja, geh am besten, Bagley. Ganz ehrlich, mach das hier alleine. Ich hätte das Rätsel schon 12-mal gelöst. Aha, du hast dir gedacht, ich stürze mich auf die kleinen Details und lasse das große Ganze außer Acht. Was, Malik? Das ist ziemlich clever. Aber nicht cleverer als ich. No, nicht wieder sterben jetzt. Ich werde wahnsinnig. Ich hasse es. Albion hat leider jemandem eine unfreiwillige Auszeit verordnet. Also bist du jetzt dran. Ich halb so wild. Na los. Halb so wild? Willst du mich rollen? Dann mach halt alleine. Jetzt ist hier wieder so eine Mission im Stream, die ich einfach 12-mal mache. Ich meine, es ist ja schön, dass die Leute jetzt nicht da sind, aber... Das Problem ist, ich hätte unten vielleicht ausrüsten sollen, dieses komische Unsichtbarkeitsding. Aber da bin ich auch bloß für ein paar Sekunden unsichtbar. Eigentlich nützt es mir überhaupt nichts. Dieser Hebel sieht ein bisschen verdächtig aus, oder? Ich probiere das jetzt noch mal. Und ganz ehrlich, notfalls schalte ich auf leicht runter. Aber nicht für mich. Ist mir zu doof. Hat dir das gefallen mit der Drohne? Ziemlich gut, was? Danke, Bax. Danke. Hey, wenn wir eins über Malik wissen, dann, dass er sich für cleverer hält, als er ist. Das heißt, sobald ich anfange, werden mich Drohnen oder so jagen. Also halt mir den Rücken frei, okay? Kann mich nicht mal verstecken. Drohnen-Docs. Ich wusste es. Komm schon, Malik. Streng dich mal ein bisschen an.
groß angeben und dann hast du nur Sicherheitsdrohnen? Lächerlich! Oh, ich bin Malik und ich glaube, ich kann Sirs Dossiers schneller analysieren als Beckley. Wie soll ich die auch treffen? Wenn die einfach 500 km/h Glaubst du wirklich, ich lass mich veräppeln von diesem Ding? Was auch immer es ist, finde ich sicher bald heraus. Halt die Zielperson an! Ich kann mich nicht ins Versteck hacken, wenn du nicht die Drohnen von mir fernhältst. Ja, jetzt gleich. Jetzt bin ich gleich. Jetzt schon drin? Auch gut. Na, Baggy ist RIP. Wieso darf ich einfach nicht das dumme Rätsel machen? Ich bin wieder da. Versuch sie mir diesmal vom Leib zu halten. Junge. Ich halte dich gleich vom Leib. Das ist schnell eskaliert. Ich bin wieder da. Versuch sie mir diesmal vom Leib zu halten. Ich kann mich nicht ins Versteck hacken, wenn du nicht die Drohnen von mir fernhältst. Versuchen wir es nochmal. Das Problem ist, es kommen halt auch die großen wieder. Weißt du, das geht viel schneller, wenn du mir die Drohnen vom Leib hältst. Versuchen wir das nochmal. Weißt du, das geht viel schneller, wenn du mir die Drohnen vom Leib hältst. Versuchen wir das nochmal. Ich weiß nicht, was das Problem ist, Bagley. Du bist eine KI. Junge. Gib mir halt einen USB-Stick und ich pack dich dort ran. Aber das ist doch jetzt nicht die Lösung. Weißt du, das geht viel schneller, wenn du mir die Drohnen vom Leib hältst. Versuchen wir das nochmal. Vor allem jedes Mal, wenn der wieder sagt, versuchen wir das nochmal, dann kommen neue Drohnen, aber die alten sind ja trotzdem noch da. Es werden ja einfach immer nur mehr und mehr und mehr. Ich kann mich nicht ins Versteck hacken, wenn du nicht die Drohnen von mir fernhältst. Versuchen wir es nochmal. Ich hasse dich.
viel schneller, wenn du mir die Drohnen vom Leib hältst. Versuchen wir das nochmal. Jetzt mach hin, Bagley, jetzt ist gerade Ruhe. Einigermaßen. Okay, wenn ich hier das mache und dieses Skript da reinmache und voila. Nein, nein, das hat nicht funktioniert. Scheiße. Ging das wieder RIP? Weißt du, das geht viel schneller, wenn du mir die Drohnen vom Leib hältst. Versuchen wir das nochmal. Versuch sie mir diesmal vom Leib zu halten. Was ist das denn für eine bescheuerte Mission? Und mal ganz ehrlich. Was soll das? Ich bin wieder da. Versuch sie mir diesmal vom Leib zu halten. Bagley geht einfach immer zwischendurch noch gefühlt 5 Minuten weg. Aha, du hast dir gedacht, ich stürze mich auf die kleinen Details und lasse das große Ganze außer Acht. Was, Malik? Das ist ziemlich clever. Aber nicht cleverer als ich. Was macht der denn jetzt hier noch? Ist das jetzt euer Ernst? Lasst mich doch einfach in Ruhe. Nein, nicht sterben! Ich muss kurz warten, bis ich mich ein bisschen erholt habe. Mein Herz, Leute. Ich sterbe gleich. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich treffe nicht mehr. Jetzt. Meine Güte. Ich habe die Nachricht mit demselben Code verschlüsselt, den Malik schon benutzt hat. Und sie wird alle 15 Sekunden wiederholt. Gute Arbeit, Leute. Jetzt müssen wir nur noch Malik überzeugen, dass er uns hilft, unsere Freundin zurückzuholen. Sehr gut. Und vielen Dank. Ja, ich weiß, das ist eine krasse Nummer, aber ihr seid alle echt mutig. Ich bin stolz, dass ihr meine Freunde seid. Ja, du hockst die ganze Zeit zu Hause. Danke, Behemoth, danke, Julia. Ich war gerade schon wieder sehr frustriert. Hat man bestimmt gar nicht gemerkt. Oh, das hat mich jetzt so aufgeregt, diese Mission. Was soll der Mist? Weißt du, wenn du halt menschliche Gegner hast, okay. Aber diese Drohnen, die fliegen halt ja einfach nur die ganze Zeit rum. Und gegen Fliegeviecher schießen, spielen und so ist eh schwer. Eingehende Verbindung von einer unbekannten verschlüsselten Quelle. Das wird Malik sein, stell ihn durch. Hoffentlich hast du einen sehr guten Grund, um mir zu drohen, sonst wird das ein sehr kurzes Gespräch. Emma Child hat eine von unseren Leuten. Und sie weiß eine Menge über dich. Lass dir das durch den Kopf gehen. Verstehe. Wie der Zufall will, beobachte ich Emma genau. Aber ich habe eine Bedingung. Der Plastiksprengstoff ist noch verschwunden.
Und wenn ich ihn wiederhaben möchte, brauche ich Emma lebend. Okay. In Ordnung. Der Sirs nutzt Baustellen, um Kurzzeithäftlinge zu verhören. Da sind sie isoliert und man kann Leichen besser verstecken. Und meine Quellen sagen mir, dass Emma gerade bei einer aufgetaucht ist. Worauf willst du raus? Wenn deine Agentin noch nicht übergelaufen ist, dann hält sie vermutlich dort gefangen. Wird gemacht. Je länger deine Agentin gefangen gehalten wird, desto länger kann Emma sie bearbeiten. Finde deine Freundin, bevor sie mit ihr redet. Und nimm Emma gefangen. Viel Glück. Warum fährt der so komisch? Ich drück die ganze Zeit nach unten. Jetzt. Das Spiel muss auch immer ein bisschen übertreiben mit den Missionen, ne? Ich hoffe, dass das dann für heute meine Hassmission war. Dass es jetzt nur besser wird. Aber wir haben es geschafft. Bisschen stolz bin ich ja auch. Aber wirklich, wenn ich das jetzt wieder nicht geschafft hätte, hätte ich, glaube ich, für die Mission das Spiel auf leicht gestellt. Glaube ich. Deswegen zum Beispiel kann ich nie Souls-like-Spiele spielen. Wenn du dann die Kämpfe 50 Mal machen musst, ne, weiß ich nicht, da habe ich die Geduld nicht. Hä, warte mal. Bin ich hier? Ja. Markierung ist einfach weg. Questmarkierung. Das ist die Baustelle, von der Malik glaubt, dass Emma Child hier unsere Agentin festhält. Scheint plausibel. Die Security ist so scharf, die brennt garantiert zweimal. Super. Ich habe einen Anruf von... Seltsam. Das ist nicht... Hört auf, ihr verdammten Idioten! Wer zur Hölle ist da? Emma Child, Direktorin der Antiterrorabteilung des Sirs. Sie machen einen schrecklichen Fehler. Sie dürfen... Raus aus meinem Sprachkanal. Entschuldigung, Leute. Hat einen Moment gedauert, bis klar war, wie wir gehackt wurden. Ist ja nichts passiert. Die gute Nachricht ist, anscheinend war Maliks Spur gut. Vermutlich will sie unsere Agentin in der Nähe haben, um sie als Druckmittel einzusetzen. Du findest sie dort, wo auch Child ist. Wo ist der Typ mit dem Schlüssel? Seht ihr den Typ mit dem Schlüssel? Los, ausschwärmen und suchen. Bereich gesichert. Drohne, weiter geht's. Suche ausführen. Ja. Ich gehe weiter. Nee, dann vielleicht jetzt über die Kamera. Wieso außer Reichweite? So weit weg bist du noch nicht. Ganz knapp. Gesichert! Mist. Als ob das immer noch außerhalb der Reichweite ist. Keiner hier.
Da muss ich denn ran? Beim SIRS sind ihre Daten sicher. Wer nichts verheimlicht, hat nichts zu befürchten. Wie kommen wir runter auf der anderen Seite, ne? Kommst du schon raus? Keine Spur mehr. Schreib eine Erklärung in den Bericht. Okay, wir sind aber alle wieder einsatzfähig. Wollen wir einfach reinrennen und schießen? kann ich ja so gut. Oh, warte mal. Aber das fällt denen wieder auf. Die Drohne. Schaltet sie aus. Hier 92%. Ausgetrickst. So, Schlüssel haben wir. Ja, durchsuch mal das Gelände. Also ich sehe hier nichts. Kommen wir hier irgendwie mit der Spinne? Was macht ihr im Wasser? Wachsam bleiben. Oh, da komm hoch. Ich arbeite hier. Kann meine Agentin töten? Sollte ich das tun? Ich habe eigentlich gerade nicht so Bock wieder auf rumballern. Das haben wir gerade so lange gemacht und das war super nervig. Hallo Dystopia, schönen guten Nachmittag. Ach, verdammt. Oh, das geht mit der Spinne nicht.